Servus, ich bin der Josef. Servus, ich bin der Sebastian. Wir sind heute in Demogarten. Wir haben letzte Woche am Dienstag unsere Rapsversuche gesät. Wir haben verglichen Drillsaat und Einzelkornsaat. Sebastian, wann nehmen wir Drillsaat, wann Einzelkorn? Das kommt einfach ganz auf die Witterung drauf an. Wenn wir eher trockene Bedingungen haben, dann verwenden wir die Maestro. Und wenn wir eher nasse Bedingungen haben, dann nehmen wir eher die Drillsaat. Ganz einfach aus dem Grund, Drillsaat haben wir deutlich leichteren Säkörper als bei der Maestro, haben dadurch dann weniger Rückverfestigungen. Das heißt, wenn es feucht ist, kann ein zu schwerer Körper nachteilig sein? Genau, wenn wir das anschauen, wenn wir bei der Maestro haben wir die zwei Tiefenführungsrollen, jetzt wenn wir sehr nasse Bedingungen haben, dann verfestigen wir den Horizont neben der Saatfurche höher als bei der Drillsaat. Okay, das ist vor allem, wenn es nass ist, wenn ich tief sähe, also die Sähscheibe tief im Boden habe, genau. Dann spielt das eine Rolle. Beim Raps ist die Sähscheibe eher flacher und ich habe trockene Bedingungen, das heißt, hier hat es einen positiven Effekt, oder? Ja, genau. Wenn ich sehr trockene Bedingungen habe und mit meinen zwei Tiefenführungsrollen rückverfestige ich den Horizont neben der Saatfurche. Dadurch kommt der sogenannte Kamineffekt zustande. Das heißt, wenn wir in der Seite verdichten, die Saatfurche ist ein bisschen lockerer oder ist lockerer als der verdichtete Horizont und dadurch kann Luft und Feuchtigkeit vom Boden nach oben steigen. Das heißt quasi bei der Einzelkornsaat, die Kapillarität, das Wasser steigt auf und in der Mitte, genau dort, genau, wo Saatkorn liegt, zieht es raus und deswegen habe ich so gute Fallaufgänge. Ja. Okay. Wir haben jetzt heuer eigentlich hauptsächlich mit der Maestro gesät, weil es einfach extrem trocken war. Die Trockenheit zieht sich immer weiter fort. Wir haben deswegen auch auf die Vorauflauf, hier bezieht man es einmal verzichtet. Wir wollen das im Nachauflauf machen, wenn Bodenfeuchte ja da ist, sicher. Die nächsten Tage werden wir den Erdfall im Blick behalten, der kommt jetzt. Und dann schauen wir weiter.